Hallo und herzhaft willkommen bei Age of Empires 4. Wir haben in der letzten Folge Kuklino eingenommen und es ist sehr stark gesichert. Ihr seht es hier, zack, keine ist durchgekommen. Die können wir gleich mal reparieren, aber das sieht alles noch ziemlich gut aus. Ja, du hast gute Arbeit geleistet. Geld fließt in Strömen jetzt. Auch hier in der Kirche mit den zwei Reliquien. Und dann ziehen wir hier euch mal kurz ab, weil wir haben 10.000 Nahrung, so viel brauchen wir sowieso nicht. Und dann machen wir das, senkt die Produktionsdauer von Belagerungsmaschinen in Belagerungswerkstätten in der Nähe. Gut, hier ist meine Belagerungswerkstatt. Und hier kann ich noch eine daneben bauen. Ja, sehr gut. Dann bauen wir das hier hin. Und dann baut mir mal den schönen Tempel hier auf. Du baust auch mit. Dann könnt ihr wieder an die Arbeit gehen, wenn ihr es geschafft habt. Was macht er hier? Leider haben wir noch keine Steine gefunden. Aber die finden wir nach. Also irgendwann finden wir auch Steine, nehme ich mal an. Ja, spätestens wenn wir Kuklino eingenommen haben. Vielleicht kriegen wir auch den Marktplatz dazu, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Mission ohne Marktplatz. Hütbares Schaf. Sonst wäre hier schon irgendwo die Option frei für den Marktplatz. Gibt es irgendein Gebäude, das als Marktplatz dient? Ich glaube nicht. So. Dann können wir auch mal anfangen, Belagerungsmaschinen zu bauen. Mit was wollen wir in die Burg? Oh, wir können Kanonen bauen. Ach du Scheiße, aber erst im vierten Zeitalter. Es dauert noch ein bisschen. Obwohl, geht eigentlich ruckzuck. Was kostet nur eine Mange? Ach, wir können mal zwei Mangen bauen. Die sind sehr mobil und schnell. Häuser brauchen wir auch noch ein paar. Ah, die Baumeister-Gang hier. Ich kann da nochmal die Schafe auch steuern. Du hast gute Arbeit geleistet, aber geh erstmal in Deckung. Ich will ja, dass du stirbst. Du bist hier meine Heldin an der Front. Du kommst auf die 7. Du bist jetzt ein neues Zeitalter beginnen. Oh ja, die Häuser sehen schöner aus. Ja, das sieht ein bisschen krasser aus. Können Kanonen bauen. Haha. Und Mangonell. Das ist so eine Art Tribok. Frömmigkeit. Nahrung. Oh, und Stein. Jawohl. Geil, das brauchen wir. Was ist denn der Anführer? Der kann doch die Forschung schneller machen, wenn der da ist. So. Ihr habt super Arbeit geleistet. Ihr wart echt mega. Ein paar von euch brauche ich, um Häuser zu bauen. Auch hier oben so ein Waldrand. Okay, so, da machen wir mal drei Häuschen hin. Das ist doch schön aus. Das sieht jetzt nicht so schön aus, aber das ist wichtig. Was haben die nochmal? Sieht man ja die Information irgendwo? Ach da. Dorfbewohner können an diesen Gebäuden Nahrung abliefern. Erzeugt Gold basierend auf der Anzahl der nahegelegenen Bäume. Goldrate wird durch nahegelegene Jagdhütten reduziert. Ah, Scheiße, hätte ich mal vorher gelesen. Bäume müssen in der Nähe sein. Ah. Okay, das war Mist. Dann mehr Jagdhütten, oder? Wir gucken mal, wie viel Gold wir eigentlich bekommen. Ach, da steht es ja, 500. Baut mir mal... Nein, nicht hier, nein. Scheiße. Ich hoffe, ich kann die abreißen. Also, ich reiß die dann ab. Kann ich eigentlich auch mal eine abreißen? Ein bisschen viele. Hier gar nicht so viele auf einem Haufen. Ich habe immer noch 509. Obwohl, jetzt wird es weniger Gold. Oh, ich nehme die hier so am Wald. Sind die durchgekommen? Nein, hier kommt keiner durch. So. Jetzt steht die Abwehr richtig.
So, ja, danke schön. Baut man hier oben eine hin, hier so. Dann gucken wir mal, wie viel Gold das dann pro Minute wird. Ja, ist aber eigentlich schon ganz ordentlich hier. Das schwankt auch immer ein bisschen. Gucken, ob es jetzt mehr wird, wenn die steht. Ja. Müssen die so in den Wald klotern einfach. Oh ja, jetzt sind 600. Ah, den schafft ihr doch, oder? Oh, die sind stärker als ein Speer. Hier kann auch noch eine hin, hier sind viele Bäume. Gut, also muss man vorsichtig sein. Hier ist zum Beispiel auch Mist, weil ich da ja Holz hacken gehe. Ja, ja, was soll's. Deshalb schwankt das wahrscheinlich so, wegen, wenn die Bäume wegfallen. Gut, aber wir wissen es ja jetzt. Und wir können eine Universität bauen. Das muss doch hier in die Nähe, weil die Forschung dann doch... Ach nee, die Forschung geht schneller, wenn er da ist. Dann kann ich die Universität eigentlich hier machen. Oh ja, jetzt sind wir schon bei 700. Gut, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, gell? Das ist ein altes Sprichwort, in dem sehr viel Weisheit steckt. Das Problem ist, wir brauchen ja trotzdem Holz. Jawohl, meine Katapulte schießen jetzt auch. Jawohl, die sind bereit. Jede Schandtat. Ja, das ist echt ein bisschen schade mit den Jagdhütten, muss ich sagen, weil je weniger Holz man dann übrig hat, umso weniger Geld kriegt man ja dann. Aber ich glaube, das reicht auch. Obwohl, 1000er könnte man noch machen. Aber wir wollten eigentlich angreifen, gell? Ich schweife hier ab. Wir brauchen Truppen zum Angreifen. Bedingungen Chemie. Okay, müssen wir Chemie lernen. Das ist ein hier runter. Ich mache noch so ein Signal daneben, dann kann er sich hier hinstellen. Dann werden die Forschungen da gemacht. Dann kommt das Geld, das fließt in Strömen jetzt. Du hast gute Arbeit geleistet, du darfst hier nochmal schnell reparieren gehen. Und dann müssen wir Truppen ausheben jetzt zum Angriff. Armbrustschützen sind wahrscheinlich sehr gut. Also Armbrustschützen haben sich einfach schon bewährt, seit ich das Game zocke, muss ich sagen. Armbrustschützen sind einfach extrem effektiv. Das für welche? Sammelt euch mal alle hier. Ach, das sind meine Speer. Ritten Bogenschützen. So. Gut, dann brauchen wir auch noch ein paar Bogen. Werkstätte. Ihr habt jetzt genug gebaut, ihr geht mal runter und baut mir noch eine Pfeilwerkstatt hier hin. Hier in die Nähe von der anderen. So, sammelt euch mal alle. So, die Reiter leveln wir auch mal auf. Achso, wir wollten hier unten aufleveln. Oh, Forschungen sind echt teuer. Ja, mit den Katapulten jetzt leben die noch viel weniger. Obwohl, der schießt gar nicht dahinter. Ja.
готовность полна. Остановимся. So, die sind bereit zum Schieben. So, du machst jetzt mal dein Buffington. Ach, Chemie muss ich doch machen. Chemie brauche ich doch für die Kanonen. So. Sehr gut. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ich bin sehr begeistert. Allerdings kann ich mit so viel Nahrung gar nichts anfangen. Ich müsste halt Holz ernten, aber seit ich weiß, dass mein Holz halt, also dass die Jagdhütten dann weniger Geld machen. Ach, hier sieht man es auch. 19. Die zwei machen gar nichts. Kommen die weg. Machen die hier dann überhaupt was? Die macht nix. Ah, 49. So sieht man das. 47, 45, 38. Okay. Busy. Also sind echt nur wie die Bäume sind. Krass. Das ist äußerst interessant. Die hier liegt gut, gell? Wir können doch Schafe schlachten. Was ist los? Gut, gut. Also ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich lang rummache, habe ich immer weniger Holz. Und das ist halt schlecht. Deshalb muss ich jetzt angreifen. Sollte reichen. Chemie brauchen wir. Oh, das ist auch gut, die Bauzeit für Transportmittel. Bogenschützen verstärken. Oh, Brandpfeile brauche ich auch. Oh, ich brauche alles. So viel Forschung und so wenig Geld. Lass doch noch ein paar Hütten hinbauen. Das ist halt eine super Hütte, die steht perfekt im Wald. Hier oben kommen so schnell keine Holzfälle hin. Ach, die ist ein bisschen unglücklich, die hätte hier oben stehen müssen. Naja, gut. Nachher ist man immer kluger. So ist es halt leider. So, was ist man hier noch? Nee, die Forschung erstmal noch nett. Machen wir mal den super Forschungsbuff. Brandpfeile brauchen wir. Armbrustspanne. Oh ja, das brauchen wir auch unbedingt. Oh, der Armbrustspanne ist teuer. Rüstungsdurchdringende Spitze. Oh. Bewegungsgeschwindigkeit ist gerade nicht so wichtig. Wichtig ist hier, dass die Armbrustschützen, weil die sind ja mein Good-to-go-Einheit. Die machen ja alles platt, also muss ich die auch verstärken. So, zack. Gut, gut, gut. Da haben wir doch schon eine ganze Menge. Ja, normal sollte es reichen. Ich warte jetzt noch einen Angriff ab. Wo ist denn meine Mrs. hier? Куда меня оружие сути спешите ли она сне? Готов? Наказ, разумею. Тику! Hey, ich hab... Ach ja, ich bekomme ja jetzt Steine. Geil, dann kann ich hier erstmal einen Turm hinbauen. Kann ich meine Männer nämlich auf die Mauer setzen. Oh, die kann er holen. Sehr gut. Das ist cool mit den Reliquien. Okay, muss ich mir merken. Gleich eine Kirche bauen, direkt Reliquien einsammeln. Ach, die können auch gleich hier rüber laufen eigentlich. Das ist halt der Geiz.
Wenn der Turm fertig ist, stelle ich ihn nochmal kurz auf die Mauer. Würde ich schon gerne Kanone mitnehmen. Das ist jetzt die Frage, erhöht den Schaden von Fernkampfeinheiten, aber nur so Gewehrleute wahrscheinlich. Oh Gott, ich kann Musketiere bauen. Ich kann Musketiere bauen und ich habe ganz viele Armbrustschützen gebaut. Okay. Her damit. Was haben wir hier noch Gutes? Ja. Ach ja, jetzt sieht man richtig, wie der Balken durchpeitscht hier. Das ist cool. Ich mag zwar die Heilfähigkeiten immer besonders gern, aber das ist auch sehr geil. Слушайте все, новые наказы суть. Zwei können hier nochmal eine Jagdhütte hinbauen. Reduziert die Nachladezeit von Mangen, jawohl. So. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено, будь ты справна. Gut, ein Tor zum Ausfallen. Ach, ich schicke einfach ein paar Elite-Reiter mit. Die sind nicht so teuer. Наказывайте. Готов. Los, auf die Mauer. Приказ ясен есть. Ich will gar nicht meine Festung hier verlassen. Die ist so geil. Оружие готово. Seid Probe 2. Наказ немедленно наказ исполню. Слушайте наказ, лучники, снаряжение берите и на плещ поскору. So ein Heilmann. Наказывайте. Наказ ваш исполнен будет. Позорота, немедленно скачу на преж. Тихо, воины. Наказы новые суть. Наказы слушайте, воины. На преж мыслите отчасти. Орудия усадные готовы. Кофе. Немлите, воин, повинуюсь с честью. Гонит всадники, приказ есть выдвигаться. Ich glaube, das reicht, um da oben einzunehmen. Wann greifen sie endlich an? Ich will die angreifenden Truppen nicht, also ich will denen nicht begegnen. Ich hochlaufe. So, hier unten die zwei sind jetzt arbeitslos gerade. Aber ihr habt ein super Haus gebaut. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr dürft noch eins bauen. Und zwar hier. Dann können sie wieder schlachten gehen. So, was brauchen wir noch? Eigentlich brauchen wir alles. TP, alle Gebäude. Ui. Oh ja, komm, wir haben Steine. Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Habe ich eigentlich eine Schmiede gehabt? Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Schmiede hatte. Nee, natürlich nicht. Mach die hier bei dem Forschungsmaster. Nein, kein Holzhacken. Alles bloß kein Holzhacken. 38 nur. Ach so, weil die sich überschneiden. Ne? Hätte ich sie doch lieber hier hin machen sollen. Egal. Egal, egal. Ziehen das Öl, ja, danach. Oh ja, jetzt kriegen sie es richtig. So, das war der Angriff. Jetzt kann es losgehen. Ja, raus. Орудие исполняем. Наказы слушайте, воины. Напрежь, не бойтесь.
Буду радовать вас сражающихся тех. Speichern vorher ab, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Zack. Irgendwann muss ich mal die ganzen alten Speicherungen löschen, glaube ich. So, Hirsch jagen, es gibt hier auch nochmal was. Irgendwo Wölfe oder so vielleicht. Oh, was haben wir denn hier drüben? Oh, hier wären bestimmt die Steine gewesen. Gold! Ach, obwohl ich hätte es gar nicht kaputt machen brauchen. Ich nehme doch ihr ein. Naja, nachher ist mir immer schlauer, Alter. So, dann geht mal in Stellung. Gruppe 5. Waren die Speer, die müssen auch mal kommen. So, nie dem. Muss ich mal da stehen, falls wir hier rauskommen. Die Mauern werden nicht lang standhalten. Wir brauchen nämlich nochmal eine Kanone. Und wir können weiter forschen. Was ist denn hier noch Gutes? Отправляйте меня на брат. Уже дали нам наказ. Будет для меня прибыль. Отказывайте, сделаю все. Ich glaube, ich habe alles gebaut, ziemlich. Ach, die werden sich wundern, wenn sie rauskommen. Ватники готовы к бронису! Ja, komm, mach das Tor. Lass uns. Ende. Und die sollen da nicht rein, sonst machen die alles kaputt. Stimmt. Kämpft einfach. Jawohl, wie sie sehen, die Zange liegen. Yay, da werden die Gebäude aufgewertet. Sehr gut, sehr gut. So. Dann sorgen wir mal dafür, dass es hier auch sicher ist. Iwans Truppen eroberten die zweite Stadt und entwickelten einen Plan, um Nowgorod für Moskau zu sichern. Um die reiche Hauptstadt zu erobern, müsste Iwans Armee erst die Volksmiliz Nowgorod besiegen. Kein Problem, die Volksmiliz. Gewöhnliche Bürger hatten zu den Waffen gegriffen, um ihr Land gegen den Einfall Moskaus zu verteidigen. Doch ihnen fehlte die Ausbildung und Ausrüstung für eine offene Feldschlacht. Wenn Iwan sein professionelles Heer halten konnte, würde die Bürgermiliz aus Nowgorod keine große Bedrohung darstellen. Die sollen aufhören, hier Holz zu hacken. Die sollen hier oben Holz hacken gehen. Ja, und Steine können sie auch gleich machen. Als Iwan seine Armee für die bevorstehende Schlacht wappnete, griff die Bürgermiliz von einem Stützpunkt im Nordosten an. Was? Bin ich bescheuert, ey. Ich muss wieder zubauen, auf jeden Fall. Лучники, снаряжение берите и на брешь поскору. Воины, внимлите, садитесь на коней, следуйте по мне. Орудия, переносим орудия. Воины идут за орудиями, пора уходите.
Орудия высотны! Остановимся! И где же наказано есть? Немли наказ! Буду радоваться с вами с... Тихо! Брань изничтожила сапоги наши! Люди, в путь идти надобно, люди! Стройте надобно! Я hat keine mehr Holz gehabt. Ожидаю наказа. So, unten ist gesichert. Aufwertung zur Veteraneneinheit, jawohl. So, und hier bauen wir mal ein paar Musketiere. Oh, die sind auch teuer. Ah, hier habe ich auch ein Kloster. Sehr schön, sehr schön. Lass noch Standsaufnahme machen. Schmiede habe ich, Kaserne, Ställe. Слушайте, идите, это наказ. Вот, позоротай, губно в путь, позоротай. Нема die Speer und schau mich mal hier oben um. Войн, сделаю вся, яко накажете. Готов наказы слушать. Тихо, воины. Все приказы новые. Укажите цель. Verteidigung steht, ich glaube, ich brauche hier keine... Ich habe eh nicht genug, um Steinmauern zu bauen. Da ist ein Wildschwein. Jetzt brauche ich mal ein paar Briten und Bogenschützen. Neue Nakaze sind. Двигайтесь надобно. Лучники конные, наступаем. So, das Geld kommt jetzt ordentlich rein. Nahkampfausrüstung, ja, sehr gut. So, mach noch einmal deine Magie. Das müsste doch eigentlich reichen, um Wildschwein zu besiegen. Oh, eine Reliquie. Was sind das? Bären? Nee, Wölfe, oder? Ach nee, das sind alles hier. Ach, das ist noch ein Wildschwein. So, schaff den Wildschwein. Du bist nie ein Bär. Иду, куда велено есть. Приготовлен. Лучше идти, нежели братися. Не, Фольтик, это пыль шизм. Сие сделано будет. Все, мах ты, лесно. Исполняю наказ. Ein Heiler ist auch dabei. Сделаю, яко накажет. Сделай теря. Сделано будет. Ach, wir haben schon 500. Okay, dann können wir die Elche leben lassen. Ach, der hat Zwitschwein mitgenommen. So, Zwitschwein kannst du mal hier irgendwo ablegen. Ja. Dann können die das einsammeln. Вот исполнено будет. Покоряюсь воле вашей. Иду путем истины. Исполню наказ ваш. Повинуюсь. Все. Идите по мне, воины храбрые. Идите по мне, воины храбрые. Идите по мне. Слава! Ach, die Panseln da, die haben keine Chance. Kriegermönche und sowas dabei. Ah, eine heilige Stätte gehört uns. Ja gut, ich habe in der ersten Folge vielleicht ein bisschen Geschiss gemacht. Aber ich wollte einfach der Riesenarmee hier einkehren schon. Oder zumindest mit so vielen Rohstoffen, weil es jetzt hier Rohstoffe kommen jetzt übel rein. So gut. So, nehmt das ein. Hier ist schon. Ah, hier ist schon die erste kleine Festung.
Sehr gut. Die holen wir uns doch. Aber die werden wir uns in der nächsten Folge holen, denn die Zeit ist stark vorangeschritten. Wir haben einen schönen Angriff gemacht, haben die zweite Ortschaft eingenommen, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr sehe. Normal stand der doch immer so drüber. Aber wir haben es geschafft und haben jetzt zwei kleine Orte eingenommen und einen richtig fiesen Vorposten. Also hier kommt nichts mehr vorbei, hier steht meine Armee. Hier oben die heilige Stätte gehört uns jetzt auch und bringt uns Geld ein. Wir können mal kurz gucken. Die Festung hier aussieht okay, da sind Türme. Aber da müssen wir uns durchkämpfen, um dann hier hinterzukommen. Denn hier fließt der Fluss. Oh, da steht ein ganz schönes Regiment. Die Türme schießen auch, also die sind mit Mannen bewaffnet. Grausam. Egal, wir gehen hier wieder rein, das ist mir sicher. Und dann, sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dann durchmarschieren. Die Armee könnte schon reichen, aber ich verstärke die natürlich noch. Ich kann nur einen Haufen Einheiten bauen. Und ich will die richtig niederwalzen. Hier unten müssten noch sogar Kanonen fertig sein. Ja, die Kanone fahren wir schon mal hoch. Hier gehen wir auch nochmal. Hier ist irgendwo, ich weiß, hier ist irgendwo eine Belagerungswerkstatt. Ich war zumindest sicher, dass hier irgendwo eine war, aber es gibt kein Problem. Wir bauen einfach da noch eine. Hier läuft's. Ja, Mann, wir sind immer die Ersten, also voll. Total witzig. Ja, hier könnte ich so eine Steinmauer jetzt hinbauen und meine Leute draufsetzen. Ja, da setzen wir eine Steinmauer hin, dann machen wir da die Männer drauf und dann geht's hier richtig rund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mach mal kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen, hören bzw. hören uns eher morgen wieder. Macht's gut!